Jeder Mensch sollte in Deutschland die Möglichkeit haben zu studieren. Das ist aber nicht so, weil es oftmals eine Zulassungsbeschränkung gibt. Wie du die umgehen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Fangen wir dabei bei dem Urschleim an. NC bedeutet Numerus Clausus, aber genau genommen heißt das nicht dein Notendurchschnitt, den du brauchst, um in einen Studiengang reinzukommen, sondern es ist die Anzahl der Personen, für die es eingeschlossen ist. Das bedeutet, für jeden Studiengang dürfen vielleicht 50, 100, vielleicht 1000 Leute zugelassen werden. Wenn diese Kapazitätsgrenze erreicht ist, dann darf kein weiterer Mensch mehr hinein. Jetzt ist natürlich die Frage, an was es liegt, ob du zugelassen wirst oder nicht. Und hier ist oftmals entscheidend, was für Noten du hast. Spezifisch brauchst du für ein Fach oftmals verschiedene Fächer. Psychologie, da zählt vor allem deine Mathe, deine Englisch und deine Bio-Note vorrangig hinein. Bei anderen Fächern ist es wiederum andersherum. Grob gesprochen kann man sagen, jede Uni und jeder Studiengang hatte ein eigenes Zulassungsverfahren. Im Allgemeinen ist es natürlich wichtig, eine gute Abiturnote zu haben, weil das größte Gewicht hineinbringt. Nebenbei gibt es noch Motivationsschreiben und andere zusätzliche Praktika, die du machen kannst. Das solltest du auf jeden Fall in deinem Studium nachlesen. Wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, sieht es nämlich wie folgt aus. So und so viele Leute bewerben sich mit dem und dem Durchschnitt, wenn es nur auf die allgemeine Abiturnote ankommt. Es bewirbt sich jemand und die Besten mit der Abiturnote werden genommen. Das heißt, 200 Leute im Studiengang, die werden genommen und die letzten 300, die schlechtere Abiturnoten haben, die werden nicht genommen. Und das bedeutet immer, es ist ein Angebot und eine Nachfrage. Und da hast du dieses und nächstes Semester unglaublich gute Karten. Warum? Weil das Flächenland Niedersachsen hat seine Abiturjahrgänge umgestellt. Und zwar von 8 Jahren auf 9 Jahren. Das heißt, dieses und nächstes Jahr werden insgesamt 30.000 Abiturienten weniger auf den Markt kommen. Und in ganz vielen Orten wird der Durchschnitt dadurch sinken und du viel leichter in die verschiedenen Studiengänge reinkommen. Da wir oftmals nicht wissen, an welcher Uni sich wie viele Leute bewerben und dadurch ein größeres Angebot oder eine kleinere Nachfrage ist, kann man sagen, dass du dich auf jeden Fall an ganz, ganz vielen Universitäten und Hochschulen bewerben solltest. Das ist dein gutes Recht und das solltest du auch machen, weil ganz ehrlich, wenn du einen Traumstudiengang hast, solltest du ihn auch bekommen und das kannst du dadurch sicherstellen. Wenn du dich dabei bewirbst, achte aber bitte auf die Voraussetzungen, die jede Universität einzeln dir stellt. Bei manchen brauchst du einen Motivationsschreiben. Wenn du keine Lust darauf hast, kannst du dich auch an der Uni Greifswald bei mir bewerben, weil da zählt sowas nicht rein. An anderen Unis wiederum wird verschiedene Nachweise für Praktika verlangt. Hier ist es so, dass nur das zählt, was auch von dir verlangt ist. Machst du zusätzliche Leistungen, machst du noch ein Motivationsschreiben, obwohl gar keins verlangt ist, darf das nicht verwendet werden, weil ja eine Gleichbehandlung zwischen allen Bewerbern gewährleistet werden kann. Das bedeutet, mach dir nicht mehr Aufwand als du sollst und gucke wirklich genau hin, dass du an jeder Uni auch die richtigen Unterlagen einreichst, weil wenn irgendwo was fehlt, ist deine Zulassung wahrscheinlich gefährdet, weil du nicht alle Unterlagen eingereicht hast. Die spannende Frage ist dabei, wie sieht es zwischen den Hochschulen und den Bundesländern an? Und da ist gerade eine Studie vom Zentrum für Hochschulforschung herausbekommen und die hat herausgefunden, dass es von Bundesland zu Bundesland unglaublich unterschiedlich ist. Im Durchschnitt ist es so, dass ca. 40% aller Studiengänge mit einer Zulassungsbeschränkung funktionieren. Dahingehend ist aber der Unterschied zwischen den Bundesländern enorm. Wenn du beispielsweise in Berlin oder Hamburg studieren willst, sind fast 60% aller Studiengänge natürlich mit einer Beschränkung versehen. Andere Bundesländer hingegen, wie beispielsweise Thüringen oder MV, da sind es weniger als 20%. Hier ist es viel wahrscheinlicher, dass du deinen Studiengang studieren kannst. Ganz einfach, weil dort natürlich die Nachfrage sehr, sehr gering ist. Und woher kommt das? Die 9 Bundesländer haben oftmals einen schlechteren Ruf, als ihnen eigentlich wert ist. Und hier lohnt es sich einfach mal, eine Bewerbung dorthin zu schreiben und dabei natürlich auch einfach sich die Städte mal anzuschauen. Weil ganz ehrlich, ich habe in Jena, in Thüringen studiert und unterrichte in Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern. Und für mich persönlich ist es ein wunderbares Verhältnis zwischen den wenigen
Studierenden und den vielen Dozenten und ich kann mich viel besser um meine Studierenden kümmern. Ein weiteres Beispiel dafür, dass du manchmal nur ein paar Kilometer weiterfahren musst, um deinen Traumstudiengang zu finden, ist die Universität Saarbrücken. Hier sind über 60% aller Studiengänge mit einer Zulassungsbeschränkung versehen. Fährst du hingegen ein paar Kilometer weiter, kannst du in Trier und in Kaiserslautern 92% aller Studiengänge einfach studieren und dich einschreiben. Ein weiterer Insider-Tipp als Dozent kann ich dir noch geben. Oftmals siehst du, dass es eine Zulassungsbeschränkung gibt, beispielsweise mit einem NC von 1,9. Du hast vielleicht nur einen von 2,4. Mein Tipp ist, bewirb dich trotzdem. Es kommt immer wieder zu Schwankungen bei den Menschen, die sich für einen Studiengang einschreiben. Von daher kenne ich einen speziellen Studiengang in Greifswald. Da steht offiziell ein NC von 2,4. Tatsächlich wurde aber jeder einzelne zugelassen, weil sich im letzten Jahr kaum einer darauf beworben hat. Von daher, auch wenn du denkst, du kannst es gar nicht schaffen, probiere es trotzdem. Denn wenn es zu der Vergabe der Studienplätze kommt, gibt es 3 verschiedene Stufen. Erstens gibt es die Zusagen. Jetzt ist aber so, weil sich jeder auf 10, 20, im Idealfall für dich sogar auf 100 Studienplätze bewirbst, kann man natürlich nicht alle antreten. Viele davon fallen natürlich dann weg. Das heißt, es gibt ein Nachrückverfahren. Hierbei werden sozusagen die nächstbesten angeschrieben und selbst die sagen oftmals noch gar nicht zu. Erst dann im zweiten, dritten, im vierten Versuch kann es sein, dass dann alle Studienplätze vergeben sind. Hier auch der Tipp an dich, wenn du dich erstmal an einer Uni einschreibst, obwohl es noch gar nicht dein Traumstudiengang ist, würde ich das auf jeden Fall tun, um eine Sache sicher zu haben. Du kannst dich jederzeit wieder exmatrikulieren. Wenn jetzt aber alle Plätze noch nicht vergeben sind, gibt es etwas, das heißt Losverfahren. Am Ende werden die verbliebenen Plätze nochmal verlost. Das kannst du an jeder Universitätswebsite einfach nochmal nachlesen. Ein weiteres Verfahren, was es noch gibt, ist nicht so ganz offiziell, aber es funktioniert. Es gibt außerkapazitäre Plätze. Wie ist das gemeint? Ganz viele Leute entschließen sich heutzutage, auf verschiedene Studienplätze zu klagen. Warum? Eine Universität muss immer nachweisen, dass nicht noch für eine weitere Person Kapazität vorhanden ist. Das ist aber oftmals sehr schwierig. Wenn man dann aber einen Antrag auf einen außerkapazitären Platz stellt, kann man dazu übergehen und diesen Antrag stellen und dann sagen, ich würde klagen, wenn ich keinen Platz bekomme. Die Chancen sind allerdings relativ gering und es kostet sehr viel. Aber nicht nur für dich, sondern auch für die Universität. Hier ist es so, dass dir dann ein Losverfahren wiederum angeboten wird. Du verzichtest auf deine Studienplatzklage, wenn du an einem Losverfahren teilnimmst, was circa 5%, manchmal sogar 10% aller Studienplätze nochmal extra vergibt. Das kannst du sehr gerne machen. Du willigst ein und du kommst dann in das Losverfahren rein. Hier ist es sehr, sehr wichtig, verschiedene Universitäten anzuschreiben, damit du wirklich eine große Bandbreite hast und eine große Chance reinzukommen. Wie gesagt, das ist aber keine rechtliche Beratung, das darf ich gar nicht. Und weitere Informationen, die ich auch aus dem Internet herausgezogen habe, findest du unten in der Beschreibung, wie du an diese Plätze herankommst. Und gut ist es auch immer dazu, einen Anwalt zu konsultieren. Weil wenn du wirklich deinen Traumstudiengang machen willst, dann solltest du auch die Möglichkeit dazu bekommen. Ein weiterer Punkt natürlich, was du noch tun kannst, ist natürlich im Ausland zu studieren. Und da habe ich dir auch viel unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir nur alles Gute. Und wenn du Hilfe brauchst dabei, habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Motiviert studiert. Und mit dem wirst du auch, wenn du noch nicht die besten Noten hast, dein Traumstudium erfüllen. Ich bin Daniel von Motiviert studiert. Ciao.